Marketing-Gag oder Marketing-Strategie, um den Leuten einfach irgendwas zu verkaufen. Es soll Toxine, schädliche Substanzen und Schwermetalle an sich binden und hier aus dem Körper ausleiten. Dieses Produkt hat auch einen sehr stolzen Preis und bei den ganzen Sachen frage ich mich auch immer, also beispielsweise bei CDL, DMSO, liposomale Nahrungsergänzungsmittel, aber mit diesem Mittelchen wird doch eine unnatürliche Lebensweise vertuscht. Ich mache dieses Video hier, weil ein neues Produkt auf den Markt gekommen ist, welches sich jetzt langsam unter den Menschen verbreitet. Ich rede hier von dem Produkt Root Clean Slate. Das ist ein neues Nahrungsergänzungsmittel aus den USA, welches Vitamin C und Siliziumdioxid anscheinend dem Körper zur Verfügung stellen soll und hier dementsprechend als eine Entgiftungshilfe wirkt. Es soll Toxine, schädliche Substanzen und Schwermetalle an sich binden und hier aus dem Körper ausleiten. Im Internet gibt es einige Berichte von Leuten, die somit ihre Gesundheit verbessern konnten, beispielsweise ihren Schlaf oder auch ihr Hautbild sich dadurch verbessert hat, sie sich vitaler und fitter im Alltag fühlten. Dieses Produkt hat auch einen sehr stolzen Preis und bei den ganzen Sachen frage ich mich auch immer, also beispielsweise bei CDL, DMSO, liposomale Nahrungsergänzungsmittel und viele weitere Mittelchen, die angepriesen werden, dass sie die Gesundheit wieder auf Vordermann bekommen und dort die Leute ihr Geld rein investieren. Aber mit diesem Mittelchen wird doch eine unnatürliche Lebensweise vertuscht. Schließlich ist das, was wir als Krankheit bezeichnen, ein Reinigungsprozess der Körper. Der Körper möchte uns auf etwas hinweisen, warum wir krank geworden sind. Er scheidet sozusagen diese Abfallstoffe heraus, die wir in den Körper uns hineingesteckt haben. Viele Menschen sind sich das einfach nicht bewusst, dass Krankheiten der Prozess ist, um gesund zu werden. Viele Menschen auch in der alternativen Szene haben leider die Sichtweise, dass man die Krankheit bekämpfen muss. Also das heißt, dass man hier einfach diese Symptome, die halt rauskommen, zum Beispiel unreine Haut, Grippe, Schnupfen, Entzündungen, dass man da ein Mittelchen einnimmt und das dann sofort weggeht und dann man glaubt, dass man geheilt sei. Deshalb sehe ich das so, dass viele Sachen aus der Naturheilkunde im Grunde genommen den gleichen Ansatz bzw. Denkweise aus der Schulmedizin hat, dass man hier einfach nur Symptome behandeln möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich hier jetzt kein Fass aufmachen. Mir geht es einfach in dem Video darum, diese Ursachen zu benennen und auch zu beseitigen dann für euch, damit ihr zum Beispiel nicht mehr abhängig seid von solchen teuren Hilfsmittelchen, die euch sehr viel Geld nehmen, sondern dass ihr auch hier in diesen Zeiten jetzt von Inflation und Preissteigerungen einfach Geld sparen könnt und euer Wohlbefinden wirklich nachhaltig. Das Wichtigste zuerst ist erstmal die mentale Einstellung zu überarbeiten. Das heißt erstmal die Sachen aus dem Leben streichen, die einem erstmal krank gemacht haben. Darunter zählt zum Beispiel unnatürliches Essen, wie zum Beispiel gekochte Sachen, Industriefood, Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe, Fastfood, tierische Produkte im Allgemeinen, Getreide, Kartoffel gehört auch dazu, den Körper stark belasten. Natürlich auch das ständige Essen und Snacken sollte unterlassen werden. Man sollte viel mehr Esspausen mit einbauen. Mehr Fasten sollte auch mit integriert werden. Bewegungsmangel aus dem Leben gestrichen werden. Die meisten Leute atmen einfach nicht richtig, atmen flach über den Mund auch ein, versorgen den Körper nicht mit genug Sauerstoff, haben viel zu viel Stress. Die Liste ist wirklich lang. Welche Ursachen es haben kann, warum der Körper in einer Disbalance ist. Oder kurz zusammengefasst, wir leben nicht mehr in den natürlichen Verhältnissen im Einklang mit den Naturgesetzen. Die Gesundheit beginnt im Darm und bevor du mehrere hundert Euro ausgibst für irgendwelche Mittelchen oder irgendwelche Kuren, würde ich mich erstmal auf die Darmgesundheit fokussieren, die um einiges weniger kostenintensiv ist. Integriere Fasten in dein Leben, entweder Intervallfasten oder du fängst, was ich persönlich am besten finde, mit dem Saftfasten an. Ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Aufnahmezeitpunkt am 10. Tag vom Saftfasten. Für Leute, die noch nie Saftfastenerfahrung haben, reicht das schon 3 bis 7 Tage, um halt hier wahre Wunder zu bewirken. Ja, das Saftfasten würde ich nochmal zusätzlich unterstützen mit Einläufen, mindestens einen täglich, um halt hier den Darm zu öffnen und die Gifte, die aus dem Saftfasten aufgelöst werden bzw. abtransportiert werden sollen vom Körper, dass die dann nochmal schneller aus dem Darm hinaus transportiert werden, damit ihr nicht unschöne Entgiftungserscheinungen habt und das Fasten noch um einiges angenehmer ist und auch hier Verstopfungen vorbeugt. Reife Früchte wie zum Beispiel Trauben, Zwetschgen und auch Tomaten wirken wirklich wie eine natürliche Darmspülung und befördern einigen Müll nach draußen. Am besten ihr esst die Trauben und die Zwetschgen mono, um auch hier keine Probleme bei eurer Verdauung zu verursachen, wenn ihr Obst zum Beispiel zu euch nehmt. Natürlich solltet ihr auch viel Wasserhaltiges zu euch nehmen, um den Körper auch zu hydrieren und wie gesagt auch wieder den Darm durchzuspülen. Sowas wie eine Gurke ist wirklich, sollte ein Hauptbestandteil bei euch in der Ernährung sein, wenn es euch wirklich um die Darmgesundheit geht. Natürlich auch hier viel Blattgemüse zu euch nehmen, einen hohen Rohkostanteil mit integrieren. Wenn ihr in den Anfangsstadien seid und noch nicht zu 100% Rohkost gehen könnt, was natürlich sehr verständlich ist,
dann würde ich also gekochte Sachen wie zum Beispiel gebackene Süßkartoffel, gedünstetes Blattgemüse oder auch gebackenen Kürbis mit integrieren. Integriert im Allgemeinen sehr viel Blattgemüse, Sprossen und auch Wildkräuter in eure Ernährung mit rein. Und die Ballaststoffe dienen als Nährboden für ein neues Mikrobiom bei euch im Darm, die halt auch hier euch diese positiven gesundheitlichen Effekte geben. Um euer Mikrobiom wieder aufzubauen, könnt ihr Fermente wie zum Beispiel Sauerkraut zu euch nehmen. Wer qualitativ hochwertigen Sauerkraut hier aus meinem Permakulturprojekt haben möchte, schaut auch gerne auf meinem Shop vorbei, da werdet ihr zum Beispiel fündig. Das heißt einerseits, dass ihr erstmal Platz für das Ansiedeln dieser neuen Mikroben schaffen müsst, das heißt erstmal die Darmreinigung, und zweitens solltet ihr auch das Essen weglassen, was halt für diese Fäulnisbakterien bei euch im Darm mit verantwortlich sind. Im Allgemeinen, je einfacher ihr esst, desto besser ist es für eure Verdauung. Wenn ihr es jetzt zum Beispiel nicht hinbekommt, ihr braucht so für einen Übergang so ein paar kreative Ideen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Blog noch einige Rezepte der Gourmet-Rohkost, wo ihr da vorbeischauen könnt, damit ihr eine Schritt-für-Schritt-Ungewöhnungsphase habt mit diesen Rezepten. Natürlich solltet ihr auch genug trinken, damit der Körper hydriert bleibt. Am besten ist natürlich nährstofffreies Wasser. Und dann gehen wir noch weiter zu Kombinationen, die euch bei einer angenehmen Ausscheidung des Körpers von Ablagerungen unterstützen können. Darunter zum Beispiel, wenn ihr Obst mono isst, dass ihr hier zum Beispiel Kräuter, nachdem ihr Obst gegessen habt, zu euch nimmt, damit halt hier die Sachen gebunden werden, oder auch grünes Blattgemüse. Sauerkraut gehört auch zum Nahrungsmittel, was zum Beispiel Schwermetalle bindet, und auch Dr. Klinger hat ja mit seiner Kur oder auch Therapie mit Koriander, Bärlauch und Chlorella eine Möglichkeit geschaffen, um Schwermetalle zu binden. Das Ganze hier ist ein Prozess, hier den Darm zu sanieren, Darm zu reinigen oder hier auch wieder neue körperliche Gesundheit zu bekommen. Das kann Wochen, Monate bis Jahre dauern, und es ist im Allgemeinen dieser ganze Rohkostreinigungsprozess in Richtung zur vollen Gesundheit ist normalerweise auch ein ganzer Lebensweg. Von daher, ihr braucht einfach Disziplin, ihr braucht Geduld, ihr braucht Ausdauer, ihr müsst da hier neue Gewohnheiten mit etablieren. Das ist halt nicht so, dass man einfach eine Pille schluckt und man ist gesund. Das ist wirklich einfach nur so eine Marketing-Gag oder Marketing-Strategie, um den Leuten einfach irgendwas zu verkaufen. Von daher, wenn du Unterstützung für diesen langen Prozess benötigst, um halt hier nochmal Motivation zu bekommen, hier Disziplin in deinen Alltag mit zu integrieren und auch hier deine Willenskraft auch zu stärken, dann biete ich dir folgende Sachen an. Meine Einzelgruppen- oder Monatscoaching oder auch meinen Grundkurs in die schleimfreien Heilkost und Fasten, damit du so schnell wie möglich Erfolge bekommst oder wenn es einmal zu Schwierigkeiten kommt, damit du auf mich zurückkommen kannst und hier nicht verzweifelst. Hierfür biete ich auch zum Beispiel meine Telegram-Arbeitsgruppe an, wo du auch hier viele verschiedene Bücher, Dateien, PDFs zur Verfügung gestellt bekommst und wir hier mit einem gemeinsamen Austausch mit den Gruppenmitgliedern stehen. Von daher, wenn dir dieses Video Mehrwert geboten hat, gebe dir diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die ganze Sache siehst. Bin da wirklich auf deine Meinung auch gespannt. Auch den Kanal kostenlos abonnieren, dabei auch auf die Glocke drücken, wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne dieses Video auch weiter verbreiten und teilen an Menschen, die jetzt zum Beispiel sehr viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben oder mit ihrer Gesundheit an einem Punkt sind, wo sie nicht weiter wissen und ihnen diese Tipps vielleicht nochmal helfen, aus ihrem Loch rauszukommen.